So, da wären wir wieder. Die Elfen hauen gerade ab. Die Einheiten hatten wir aufgestellt. Jetzt müssen wir nur noch den Schedule, also deren Trainingsplan, aufstellen. Das heißt, wir machen hier einfach Cancel Order war X. X, 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 X. Also genauso wie vorher auch, dass halt immer ein Trupp trainiert, der andere hat ihn frei. Damit durchgehend irgendjemand mindestens am Trainieren ist. So, das nächste Problem, das wir haben könnten, sind die Bolzen. Ich glaube, wir haben bisher noch keine Bolzen hergestellt. Und dafür können wir unser ganzes Holz jetzt mal verballern. Holz hat ja jetzt, seitdem wir die Barrels auch aus Stein herstellen können, kaum noch Bedeutung. Außer zum Kohle herstellen und Betten herstellen. Aber für die Bolzen sind sie ganz gut. Denn mein Kupfer und so weiter wäre zwar dafür auch ganz gut geeignet, aber wir brauchen halt jedes Mal ein Brikett, um das überhaupt einzuschmelzen. Und ob wir jetzt das Holz verwenden, um daraus Kohle zu machen, um aus der Kohle und dem Kupfer Bolzen zu machen, oder ob wir gleich aus dem Holz Bolzen machen, macht keinen Unterschied für mich. Jetzt nur die Frage, wo waren die Holzbolzen? Ich glaube beim Crafts Dwarves Workshop, bin ich mir aber nicht sicher. Wenn ja, müssen wir gleich den Stockpile wieder zuordnen. Wir hätten gerne Wood. Ja, Bolts. Okay, also, hier sind zwei Crafts Dwarves Workshops. Das heißt, wir nehmen jetzt den Stockpile hier. Drücken G und zu dem da und drücken nochmal G und zu dem da. Jetzt müsste es hoffentlich funktionieren, dass die beiden die Bowls herstellen können, aber auch andere Sachen. Es wird langsam echt unübersichtlich mit diesem ganzen Zuordnen. Da hatte ich es lieber doch so wie früher, indem ich einfach alle Sachen verbiete, die gerade nicht benutzt werden sollen und dann halt so immer tausche. Aber naja, alles wahrscheinlich nur Gewöhnungssache. Wir hätten gerne Woodbolts und zwar nicht unendlich viele, denn ist unser Holz ganz schnell weg. So, wir machen einfach mal 10. Ist auch jedes Mal ein Stack und nicht ein einzelner Bolzen. Ich weiß noch nicht, wie groß der Stack ist, aber das können wir gleich alles gucken. So. Wie schaut's unten mit den Fallen aus? Ja, die Mechaniker sind fleißig am Werkeln, müssen ja jede Waffe einzeln herholen, wo auch immer die gerade ist. Oh, und ich habe ganz vergessen, unsere neue Goblin-Arena. Die wollte ich auch noch ausbauen. Also, hier sind die Goblins. Wir wollten die irgendwo runterschmeißen. Nur wo? Was ist hier gewesen? Achso, hier war einfach nur eine Mine, die wir angefangen hatten, um weiter nach unten zu kommen. Bauen wir die Mine mal weiter runter. Ich guck mal, wie weit wir gehen dürfen. Och, richtig weit. Also bis hier auf jeden Fall. Das ist minus 19, wenn ich das richtig lesen kann. Das heißt, wir machen jetzt hier up and down, 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 up and down. Und hier lassen wir einfach erstmal frei. So, das heißt, bis hier runter müsste gebuddelt werden. Reicht das denn an Höhe? Ach, wir wollen sie ja gar nicht umbringen. Ich bin jetzt in Gedanken schon wieder beim Todesturm, den ich immer bastel. Wo dann mindestens so 10, 20 Etagen die Goblins runtergeschmissen werden, um dann unten in irgendwelchen Stacheln aufzuklatschen. Das wollen wir ja gar nicht. Also buddeln jetzt hier nach unten. Haben dann hier ein Auffangbecken. Hier ist dann der Zugang zu dem eigentlichen Schacht nach unten. Hier. Hier wird dann gechannelt, aber nur eine Etage runter, und zwar hier hin. So, der Raum an sich müsste aber größer sein, damit die Goblins und die Zwerge auch Platz haben, um sich ordentlich zu rangeln. Machen wir das mal so. Aber das müsste reichen. Also, hier noch ein Durchgang. Dann kann erstmal hier eine Tür hin, falls irgendein Goblin doch noch da hochgekraxelt kommt oder hochspringt oder was auch immer da passieren kann. Bei Dwarf Fortress weiß man ja nie, was wirklich passiert. Und dann kommt hier unten auf jeden Fall noch eine Tür hin und da noch eine Tür hin und dazwischen auch noch Waffenfallen oder Käfigfallen. Dann können wir sie gleich wieder hochschleppen und wieder runterschmeißen lassen. Wäre ja auch lustig. So, damit hätten wir das auch schon mal geklärt. Und dann könnten wir hier später auch noch unsere anderen Minenschächte machen, aber das hat ja alles Zeit. Haben wir genug Särge? Ja, doch, das sieht okay aus. Könnten wir aber demnächst auch mal nachproduzieren. So, Zeit weiterlaufen lassen, sonst passiert nichts. Ich sehe jede Menge Roherz, aber das ist alles Gold und Bismuthinit, das brauchen wir nicht.
Ah, die Hunde. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Hat schon irgendjemand geworfen? Nee. Aber es müssten alle tot sein inzwischen. Ja, wir haben recht viele geschlachtet. Aber das sind immer noch recht viele. 4, 6, 8, 10, 12. So 25 um den Dreh. Kommt das hin? Ja, ich denke schon. Oh, und hier sind die ganzen Schweinchen. Also diese Kaby-Pups, das waren, glaube ich, die Wildschwein, Schwein, irgendwas Schweine. Meerschweine, keine Ahnung. Die scheinen sich ja auch ganz gut zu vermehren. Könnten wir die zwischendurch ja auch mal schlachten, um so unseren Fleischplan ein bisschen aufzupippen. Ein Tame Mockhopper? Ist das nicht ein Fisch? Das wäre komisch. Muss man denen irgendwas zu trinken geben? Nee, ich glaube, das geht nicht. So, Katze können wir nicht schlachten. Die anderen Sachen wollen wir nicht schlachten. Nö, das reicht soweit. Was sagt unsere Küche? Wir haben 1000 trinken und 2000 essen. Wird irgendwas verbraut, was nicht verbraut werden soll? Hier werden Kräuter verkocht, das ist okay. Verbraut werden momentan nur die Plump-Hamels, davon haben wir viel zu viele, ist okay. Ja, sehe ich soweit kein Problem. Gucken wir mal zu unserer Küche selbst, ob da wirklich nichts mehr geht. Ah, so. So. Und inzwischen sind hier vielleicht ein paar neue Fässer frei. Eigentlich müsste der ganze Stockpile hier für leere Fässer sein, oder? Oder war das der? Nee, der hier war für Pflanzen, stimmt. Na gut. So. Die Bodenplatten sind hier immer noch nicht fertig. Eigentlich wollte ich anfangen, die ganzen Zimmer jetzt mal neu aufzubauen. Also die Betten rausnehmen, diese neuen Platten reinsetzen, Betten wieder reinstellen. Denn hier wächst schon wieder alles zu. Aber das mache ich erst, wenn die ganzen Wege hier gepflastert sind. Sonst bringt das ja nichts. So, hier sieht alles gut aus. Da inzwischen auch. Der eine Raum fehlt noch. Shift C, Floor. Nicht Shared-Blöcke, nee, das sehe doof aus. Und trainieren unsere Zwerge schon? Ja, Webster macht Combat-Training. Sehr schön. Wie schaut es unten aus? Eigentlich dürfte ja keiner sein. Aber manchmal trainieren die in ihrer Freizeit, was ich ganz nett finde. Aber von denen anscheinend keiner. Na gut. Oh, dafür sind die Fallen fertig. Sehr schön. Nur warum minert keiner? Ich guck mal ganz kurz in den Dwarf Therapist. Wir haben einen Hammerzwerg, zwei Minehauler, nee, sechs Minehauler, die alle den Miner-Job haben. Aber wahrscheinlich auch am Haulern sind. Gucken wir mal ganz kurz bei der Einheitenliste. Minehauler, kein Job. Doch, habt ihr. Ihr sollt hier minern. Ah, es kann sein, dass die den Alarm haben, dass sie nur in der Festung bleiben sollen. Und der ganze Bereich hier gehört nicht zur Festung, weil wir ihn nicht in den Barrow designiert haben. Das können wir auch nochmal fix machen. Wir gucken unseren Insight und bauen ihn weiter aus mit Enter. So, und gucken uns die anderen Etagen auch mal an. Nee, hier ist alles okay. Wo ist unsere Goblin-Geschichte? Hier, die muss auch noch dazu. So. Das hier unten können wir, glaube ich, noch nicht reinpacken. Doch, das da schon. Sehr schön. Also wir können schon Sachen zum Burrow hinzufügen, das noch gar nicht zum Burrow gehört. Weil noch gar nichts da ist. Nee, hier können wir nichts machen. Schade. Na gut, jetzt reicht es aber. Gucken wir mal. Zeit weiterlaufen lassen. Und schon wird da angefangen zu minern. Da auch. Und dann wahrscheinlich hier auch gleich. Ja, daran lag's. Aber warum? Ich habe den Befehl doch eigentlich aufgerufen. Ich gehe mal auf A, Alerts. Zivilisten. Inaktiv. Inside. Oh, dumm. Ja, war wohl doch noch aktiv. Ja, solche Kleinigkeiten passieren. Oh, wir haben ganz viele Statuen und Kabinetts. Ja, sehr schön. Also wenn wir hier die ganzen Wohnungen hier umsiedeln, wo waren sie noch gleich? Hier können wir auch wirklich darauf achten, dass jedes Zimmer ein Kabinett hat.
So, hier unten können auch schon mal neue Betten rein für unseren riesigen Crossbow-Trupp, unseren riesigen Hammer-Trupp. Fungiwood-Bett? Nein, noch nicht. Später werden wir unsere ganze Holzproduktion eher auf Fungiwood umstellen müssen. Aber noch geht es. So, Mahagoni ist auch schick. Ah, und deswegen sind sie wahrscheinlich auch nicht runtergegangen, um die Rampe zu bauen für unseren Brunnen. Wo war das? Hier. Ah, hier könnten sie auch nicht hin. Also hier wird runtergebuddelt. Doch, dann wird das hier aufgehoben. Oh, und er fällt da runter. Nein. Das wollen wir doch nicht. Mann, 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 ich habe mich hier echt ein bisschen verplant. Also, das wird aufgehoben. X, weg damit. Alles weg damit. Hier wird durchgebuddelt. Später. Hier, hier, hier. Und gucken wir mal, ob wir hier runter können. Nee, darunter ist auch nichts. Ah, das Ganze erweist sich als sehr schwierig. Obwohl, wenn wir jetzt hier channeln, dann wird auf der Etage drunter eine Rampe nach oben erstellt. Das heißt, hier, wo gerade mein X ist, hier in der Mitte, ist dann die Wand weg, aber die Bodenplatte noch da. Dann kann er sich nach da durchbuddeln und wir können später die Bodenplatte, die hier noch ist, entfernen mit dem Channel-Befehl. Und dann haben wir einen Zugang zu dem Wasser da ganz unten. Also das klappt soweit doch. Oh weia, das wird doch nichts. Da wird garantiert irgendwas schief gehen. Aber gut. Im Notfall können wir das hier immer noch umbauen. So. Hier wollte ich auch noch Türen haben. Mindestens da noch eine. Mindestens da noch eine. Und Geronimo, das machen wir mal frei und gucken, was passiert. Ein Zwerg ist schon auf dem Weg, den können wir gleich mal verfolgen. Mit etwas Pech plumpst er gleich ins Wasser. Wer ist denn der Gute? Typ. Zustand. Teilbar. Jo, guter Teilbar. Dann versucht man nicht zu sterben und so. Oh, das ging flix. Und es scheint zu funktionieren. Also hat sich jetzt ganz dreisterweise da durchgebuddelt. Das heißt, hoch kommt er jetzt nicht mehr, aber hoffentlich runter. Anscheinend will er aber nicht runter oder er kann nicht runter, eins von beiden. Aber hier ist eine Rampe nach oben, da ist eine Rampe nach unten und da ist ein begehbares Feld. Was machst du? Du hast keine Arbeit. Willst du nicht trotzdem zurück in die Festung gehen? Oder hast du Höhenangst? Also unbedingt an den Zwerg da denken. Gucken, ob er rauskommt oder nicht. Und hier einen Channel-Befehl machen. Den müsste der Zwerg ja eigentlich wahrnehmen können. Jo. Und er geht wieder dahin zurück und legt sich hin schlafen. Mann, Kerl, was machst du da? Also da... Es müsste gehen. Alternativ könnten wir es versuchen, da noch zu minern. Und da eine Treppe nach unten zu bauen. Kommen wir nicht hin. Dazu muss er erst wieder wach werden. Na gut, machen wir jetzt einen kleinen Cut. In der nächsten Folge denke ich hoffentlich daran, dass der Zwerg hier nicht verhungert und verdurstet in der Zwischenzeit. Was haben wir noch? Oh, Seetangtung. Hat eine Mut, also stellt gleich wieder ein Artefakt her. Ja, das ist doch auch ein schöner Cliffhanger. Also dann, bis gleich.